Hallo, herzlich willkommen, hier ist Deathrow und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, meine wundervollen, freundlichen und netten Zuschauer. Wir spielen The Beast in Zeit weiter und bin mega gespannt, was jetzt im nächsten Kapitel passiert. Ne, das ist ja falsch. Das ist ja richtige Tagebuch. Es gab ja so ein paar Enthüllungen. Nikolas hat anscheinend nicht mehr alle Tasten umspinnt. Der war ja anscheinend derjenige, der das Feuerwerk deiner, oder die Explosion in der Mine verursacht hat. Ist anscheinend durch... Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben auch das Blatt nicht bekommen. Someone's at the door. Ja. Okay. Ja, ist ja gut. Da ist gar niemand. Oh Gott. Ja, das hat schon mich ein bisschen erschrocken. Das ist dieser bescheuerte Spion. Absolut merkwürdig mit Nikolas, dass er jetzt der Verursacher der Mine, der Explosion ist, selber aber nichts davon weiß. Und der hat ja auch immer wieder Erinnerungslücken gehabt. Und war 10 Jahre in psychiatrischer Behandlung. Und um die Jahreszeit... das ist wahrscheinlich auch krass gewesen sein. Kapitel 10. Ich weiß jetzt, wer der Mann mit der Maske ist. Die Wahrheit offenbarte sich mir, als er mir erneut zu Hilfe kam. Es ist mein Vater. Das habe ich ja die ganze Zeit gemutmaßt. Als der Detektiv starb, verwandelte er sich in ein eisiges Phantom und brachte mich an den Rande des Todes. Die Kälte versenkte mir die Hände und das Gesicht. Eiszapfen bahnten sich einen Weg zu meinem Herzen. Doch mein Vater, sein Antlitz hinter Maske und Zylinder verborgen, rettete mich erneut, in letzter Sekunde. Im Geiste gleich taucht er auf und verschwindet wieder. Heißt das, er weilt wie die anderen nicht mehr unter den Lebenden? Und versucht er jetzt, mich vom Jenseits aus zu beschützen? Ich hätte ihn schon eher erkennen müssen. Seine Kleidung, sein Zylinder. Er war der Fluch meines Daseins, als er noch lebte. Warum ist er jetzt also auf meiner Seite? Je mehr ich entdecke, desto weniger verstehe ich. Das habe ich ja die ganze Zeit gemutmaßt, dass es sein Vater ist, wegen dem Zylinder. War ja eigentlich irgendwie auch naheliegend. Ja, verrückt ist, dass wir jetzt nicht wirklich das gelesen haben, aber trotzdem einen Zeitsprung machen. It's him. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? What the hell? Und wir wissen ja jetzt auch, dass Nikolas ein Vorfahre von Adam ist. Oh. BG. Zigarettenetui mit Gravur. Hier fand Gilman also den Tod. Es ist ihm nie gelungen, Maria zu treffen. Welche Beweise sie auch hatte, er bekam sie nie zu Gesicht. Lesen? Walter Gilman. So, aber steht da ja nicht ausgeschrieben. Okay. Dann. Hup. Auf. Es fühlt sich falsch an, die Sachen immer so wegzuschmeißen, dass sie komplett einfach lost sind. Letzte Notiz des Detektivs. Er hat sich in der Mine verirrt und ist gestorben, bevor er mit Maria reden konnte. Wenn sie im Sumpf lebt, kann ich ihr einen Besuch abstatten. Er ist nicht weit von hier. Es ist jemand hier. Jemand ist mir in die Mine gefolgt. Hoffentlich kann ich ihn abschütteln. Diese Mine gleicht einem Labyrinth. Man kann hier leicht die Orientierung verlieren. Ja. Es ist nicht nur ein Labyrinth, das ist total...
Sobald ich herausfinde, werde ich Maria besuchen. Sie sagt mir, dass sie in einer Hütte am Flussufer unweit des Sumpfes lebt. Okay. What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what and where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. Ich will nicht sagen, aber das warst du mit der Mine, du Affe. Verrückter. Noch irgendwas? Hey, oh. Ein richtiger Schatz gewesen. Ja. So. Komm. Zack. Können wir da oben noch? Nee. Das ist alles zugestellt. Bahne dir einen Weg durch den Sumpf zu Marias Haus. Okay. Ja. Wir haben Unmengen an Lampenöl und Unmengen an Streichhölzern. Irgendwas ist mit dem Sumpf. Irgendwas ist da. Da ging es ihm gar nicht gut. Dieser Gase. Ich weiß nicht, was das war. Sporen oder so. Das sollte man nicht einatmen. Oh Gott. 19. Jahrhundert plus Sumpf plus in der Nacht. Was ist denn das? Also das ist der... Someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Ja, ist er vielleicht besessen von irgendeinem bösen Geist oder so? Nikolas? Könnte sein. Oh, Alter, wir werden ja schon wieder richtig hochgerüstet. Vielleicht können wir... Vielleicht kommt ein Bossfight oder so. Was ist denn das hier? Da kann man doch nicht durch. Ja gut, doch, da kann man durch. Nimm alles wieder zurück. Die ist doch hier nicht im Sumpf geblieben. 10 Jahre lang. Was ist das? I should stay away. Ja, ach nee. Ich wollte jetzt direkt reinspringen, weißt du? Wow. Nein. Oh, nein, 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 nein. Oh. Mann, hau ab. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Okay, wenn das Ding auf dem Rückweg ist, nehme ich Anlauf und spring einfach rein. Oh Gott. Ha, 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 ha. Da ist noch mehr. Also man will auch irgendwie davon getötet werden, weil man will ja wissen, was es ist. Aber wahrscheinlich wird man einfach nur von dem unter Wasser gezogen. Oh Gott.
Oh Gott. Da hinten sollen wir jetzt hin, oder was? Ich glaube, wir werden jetzt gleich von ihm gefressen. Ja. Oder auch nicht. Dann sollen wir da hinten hin? Wir hätten vielleicht noch ein bisschen warten sollen. Obwohl, müsste eigentlich gehen. Okay, ich denke mal, wir müssen dahin, wo das Licht ist. Okay, das wird doch nicht easy. Ah! Aua! Mann! Also es war auch diese Maria, von der wir den Brief gefunden haben. Interessant. Nö. Ja. Gehen wir doch direkt mal hin. Oder auch nicht. Also entweder lebt die noch oder wir bilden uns hier einfach nur ein. Ein Kommentar, Nikolas. Hast du ihn nicht auch gesehen? Warum kam da jetzt noch so ein Geräusch? Hätte gerne gewusst, was hier vor sich geht. Das wollen wir nicht. Ah, dass mir hier runterfällt. Wer hat denn das hier gebaut? Das ist doch nicht normal. Oder? Und stabil sieht das auch alles nicht mehr aus. Seine besten Tage hinter sich, würde ich sagen. Ja, wunderschön. Das ist doch echt cool. Da freue ich mich schon. Ein ganzes Sumpfdorf zu ergründen, das ist doch echt besser. Hier ist ein Fluss, aber kann man vergessen. Ah. Okay. Ah, laut, Mann. Viech. Hey. Der Mond sieht verrückt aus. Zack.
Oh ja. Ein bisschen nervenaufreibend ist das schon. Es ist zwar nicht so gruselig, aber es ist schon anspannend. Muss man ja sagen. War hier unten noch irgendwas? Nö. Hey. Ey. Wie viele? 130 haben wir jetzt schon. Können wir bald ein ganzes Geschäft mit aufmachen. Streichhölzer verkaufen. Eben nicht zum Ablenken. Also. Und ich habe leider den Punkt verkackt. Ja, mach doch das Ding. Besser nicht, ja, habe ich mir fast gedacht, dass das nicht endlos lange aufhalten wird. Aber lange genug. Und puh. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wo wir lang müssen, aber ich denke mal hier. War vorhin. Oh! Ja, bis klar. Was wollte ich noch sagen? Ja, vorhin hat es ja nicht uns anscheinend getötet. Also ich lasse das jetzt mal kommentarlos im Raum stehen, ist klar, ne? War es wieder der Clown? Irgendwie sah das für mich nach dem Clown aus. Er kam auch mies, weil mit denen hat man jetzt gar nicht mehr gerechnet. Also nicht nur mit dem Clown nicht, sondern dass hier jetzt noch so ein Jumpscare irgendwie um die Ecke kommt. Ah, nett. Was? Oh nee. Achso, okay. Doch, habe ich mir fast gedacht. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich schaffen können. Nee, können wir nicht. Doch, können wir. Oh Gott. Ey. Lampenöl. Es ist total sicher auf diesen morschen Holzplanken. Sind zum Glück nicht viele von den Viechern. Wissen nicht mal genau, was das ist. Vielleicht sind das einfach nur Sumpfgase. Die sich so ein bisschen. Okay, es ist wahrscheinlich irgendwas anderes, aber es könnten auch einfach nur Alligatoren sein. Nö, das ist eine ganz miese Nummer. Wir wären jetzt auch schon bei 1 Stunde 5 Minuten, wenn ich die letzte Folge nicht an der einen Stelle beendet hätte. Und dann müssten wir jetzt die Folge beenden, das wäre ja richtig. Doch, richtig kacke. Toll. Na gut, wir haben's. Ich will aber da hinten nochmal. Hier können wir runterspringen. Hier können wir aber auch die Kurbel runterlassen. Ich würde da immer runterspringen.
Mann! Now I can lower the bridge. So, wir hatten die Kurbel gar nicht. Nein. Oh, oh, oh. Okay. Der Mond scheint so hell, man braucht das Lampendings gar nicht. Die Lampe. Davon müssen wir doch jetzt auch schon 50 haben. Man wird richtig zugespammt damit. Zack. Hey! Das habe ich nicht autorisiert. Kann das denn sein, dass das nicht einhakt? Könnte man aufs Dach springen. Okay, nicht, dass wir Schaden bekommen. Zack. Aua. Woher weiß er eigentlich, welches Marias Haus ist? Das hier, oder was? Das hätte auch eins von den ganzen anderen Ruinen sein können, oder nicht? Müssen wir jetzt hier immer noch weiter... Nö. Aber wir konnten es immerhin schon mal kurz sehen. Es ist viel wert. What? Was zur Hölle soll das denn sein? Mann, lass mich in Ruhe, ihr Viecher. Was ist das denn, was ein... Aua, mein Ohr. Was soll das denn sein, was ein Boot einfach so durch die Gegend schleudert? Allein schon von der Lautstärke hier. Aua. Okay, wir haben es fast geschafft. Oh. Aua. Goodbye, Trommelfell. Ja, was willst du denn jetzt machen? Genau, dachte ich's mir. Nix. Ja, so sieht der Mond auch schon wieder ein bisschen normaler aus. Das ist Marias Haus wahrscheinlich. Der Clown! Ich wusste, dass er es war. Was machst du da oben? Mit Klavier spielen? Er guckt uns... Nee, er guckt uns nicht an. Was machst du da, Clown? Weiß auch nicht, warum ich einen Clown nenne. Da! Na klar. Oh Mann, ich hasse diesen Clown. Weiß auch nicht, warum er mich an Clown erinnert. Eigentlich hat er mit dem Clown nicht viel gemein. Also blass ist und noch so Augenschatten geschminkt hat und so ein bisschen clownmäßig aussieht. Ich weiß es nicht. Vielleicht um ihn auch so ein bisschen... das Furchteinflößende zu nehmen. Und jetzt? Ich dachte, das hier ist Marias Haus.
aber anscheinend nicht. Na gut, dann suchen wir es weiter. Da ist er wieder. Oh. Ja, doch, doch. Er hat schon gezwiebelt. Er war zwar billig, aber er hat gezwiebelt. Er hat seinen Zweck erfüllt. Es wird ja auch nicht richtig erklärt, wer der Clown jetzt bis jetzt ist, ne? Vielleicht ist es der böse Geist, der Nikolas inne wohnt. Wer weiß. Der Teufel? Wo ist das denn eigentlich auf der Karte? Ich wünschte, wir hätten. Someone nailed Maria's dog here to scare her? I just hope she herself is alive. Woher weißt du denn, dass das ihr Hund war? Das ist doch auch nicht normal. Ich meine, das hätte ja auch einfach irgendein ganz normal verstorbener Hund gewesen sein, wo einer den Schädel präpariert hat und den dann hier aufgehangen hat. Irgendeiner hat da mit einem Bolzen reingeschossen. Und das kann ja auch mit niemand, also es muss ja nichts mit Maria zu tun haben. Mann, weiß zu viel, Nikolas. Das war aber auch überhaupt gar nicht gruselig. Wo ist sie denn jetzt so schnell hingelaufen? Ein bisschen Friedhof. Fragen. Und wo ist sie jetzt? Da geht's ja irgendwie weiter. Oder? Ja, das ist Marias Haus, die in einer richtig fetten Hütte gewohnt hat. Ja, jetzt ein bisschen runtergekommen, aber lieber. Und hier Perser und alles am Start. Also. Mann! No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records. Anything. I'll search the place while I'm here. Ich fände auch, Nikolas hat seine Stimme so ein bisschen verändert, kann das sein? Weil er klingt so ein bisschen auf einmal so erschlagen oder so ein bisschen. Ich weiß nicht, vorher hat er immer so einen ganz anderen. Ja, irgendwie eine andere Stimme gehabt. Also dieselbe Stimme, aber anders gesprochen. Falls ihr mir folgen könnt oder wisst, was ich meine. Dritte Notiz der Frau im Sumpf. Ich bin langsam ganz durcheinander. Hat mein Großvater Maria wirklich etwas angetan? Ich glaube, das warst du, wenn irgendjemand ihr etwas angetan hat. Aber okay. Ist das der Grund, warum sie schlecht auf unsere Familie zu sprechen war? Sie sagte, dass sie alles erzählen würde, doch hat bis jetzt noch keine handfesten Beweise vorgelegt. Hat sie wirklich gesehen, wie mein Vater jemanden umgebracht hat, oder hat sie sich alles nur ausgedacht?
meinen Vater zu ruinieren. Es gibt immer noch so vieles, das ich nicht weiß. Ha! Die Tage der Heizung gezählt. Sie werden es noch bereuen, dass sie knauserig waren, um mir ein paar lumpige Dollar zu zahlen, als mein Mann das Zeitliche gesegnet hat. Und ich habe ja nicht einmal viel Geld verlangt. Ich bin ja eine einfache und bescheidene Frau. Ich habe keinen Penny gesehen, obwohl die Familie schon seit langer Zeit tief in meiner Schuld steht. Seit damals, als dieser alte Drecksack, der Vater des alten Hyde, mich so hart geschlagen hat, dass ich eine Fehlgeburt erlitt. Das wird ja auch immer besser. Heute kommt der Detective vorbei und ich werde ihm ein schönes Liedchen trällern. Er spürt auch, dass die Hydes eine hinterhältige Sippe sind. Und ich werde ihm den Beweis dafür liefern. Ich danke dir, oh Herr. Gott, das wird ja immer besser. Abgeschlossen. Ist auch nix. Ist aufgegangen. Wir laden einmal kurz hier unsere Lampe ein bisschen auf. Wir haben es. Wir haben es doch. Aber jetzt sehr ernsthaft, arm sieht das hier nicht aus. Na gut, das ist total runtergekommen. Aber stell dir das mal vor, nicht vergammelt. So, riesiges Haus. Perserteppich. So, ja, ist ja jetzt keine Bettlerin gewesen, offensichtlich. You! How dare you come here! Go away! In the name of Christ be gone, Satan! Okay, hast du mal in letzter Zeit in den Spiegel geguckt? Oh mein Gott! Also, ich weiß ja nicht. Ja. Nein. Before I leave, I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. Ja, dass sie uns als irgendwie Satan betitelt und so, also ich werde nicht sagen, ne, aber die sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Alter. Zweite Notiz der Frau im Sumpf. Mein Vater hat dieser armen Frau nicht nur keinerlei Entschädigung zukommen lassen, er hat auch noch Norton dazu angestiftet, sie zu schikanieren. Kein Wunder, dass wir in dieser Gegend mehr Feinde als Freunde und Nachbarn hatten. Kein Wunder, dass wir in dieser Gegend mehr Feinde als Freunde und Nachbarn hatten. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Also ist, glaube ich, nicht so gut übersetzt worden. Aber wer weiß, vielleicht sind auch Nachbarn. Also ganz schlimm, ganz schlimm. Wir haben Freunde, Feinde und sogar Nachbarn. Er hat mir keinen Penny gegeben, dieser elende Geizhals. Und er hat mir dann auch noch diesen Richter auf den Hals gehetzt. Der kam hierher und sagte mir, wenn ich nicht aufhören würde, sie zu belästigen, würde ich mein blaues Wunder erleben. Was soll ich nur tun? Der alte Säufer. Mein Mann, möge er niemals in Frieden ruhen, hat einen Vertrag unterschrieben, in dem er jeden Anspruch auf Schadensersatz abgetreten hat. Ist aber auch nicht nett. Wahrscheinlich für ein paar Flaschen Schnaps, wie ich ihn kenne. Wenn sie mir Angst einjagen wollen, sind sie bei mir an der falschen Adresse. Hab dem Richter gesagt, dass ich alles weiß, dass die Explosion in der Mine ein kaltblütiger Mord war und dass die Hydes nie aufhören, Intrigen zu spinnen und andere Leute zu betrügen. Werde nie vergessen, was Jacobs Vater mir angetan hat. Und verstehe jetzt, dass Jacob noch tausendmal schlimmer ist als er. Der Richter hat mich nur ausgelacht, doch so einfach kommt er mir nicht davon. Also der Vater von Jacob war auch schon nicht so nett. Ah, Mensch. Gib die jetzt hier noch um. Also ich weiß nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da raufklettern. Dass es einfach durchbrechen wird. Guckt euch das mal an. Die sind doch nur aufeinander gelegt. Die werden einfach runterkrachen und dann wird die wieder auf uns losgehen. Das predikte ich jetzt mal. Oh ne, doch nicht. Okay. Also, ich weiß aber nicht, wie das hält. Oh,
Also die hat auf jeden Fall nicht mehr alle Latten am Zaun, ne? Das ist klar. Warum lebt die dann noch? Oder die lebt ja im Prinzip wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Sieht auf jeden Fall nicht so lebendig aus. Ja, guter Witz. Oh, schrecklich. Erste Fassung von Marias Brief an den Detektiv. Was? Mein Vater hatte mehr als... Erste Fassung von Marias Brief an den Detektiv. Kannst du mal bitte ruhig sein, danke. Was? Mein Vater hatte mehr als einen Sohn? Was für ein Unfug. Ich hätte doch wohl bemerkt, wenn ich einen Bruder gehabt hätte, der unter demselben Dach wohnt. Vielleicht war die alte Frau auch nur verrückt. Es fällt... Die ist aber nicht schlecht. Es fällt mir auch schwer, ihrer Argumentationskette zu folgen. Das Geheimnis der Familie Hyde. Eine Bestie, die Menschen anfällt und sie an einem geheimen Ort verschleppt. Ein weiterer Sohn, der hinter Schloss und Riegel gehalten wird. Was ist das für eine Bestie, von der sie redet? Hatte das alte Weib vollkommen den Verstand verloren? Oder streifte damals wirklich irgendwas Bestialisches durch die Wälder? Hier haben wir leider keine Übersetzung für. Und das kann ich niemals lesen. Wir haben ja jetzt so eine Zusammenfassung von ihm, aber... Ich kann nochmal gucken, ob wir irgendwie... Ja, schade. Schade. Also ich könnte es wahrscheinlich, aber das würde jetzt eine halbe Stunde dauern, das zu entziffern. Das ist ja auch voll kricklig und krackelig geschrieben. Also falls sich da jemand die Mühe machen möchte, kann er es gerne tun. Maria. Lass dich mal alle Latten am Zaun, Mann. Ist das ein Rosenkranz? Okay. If your eye causes you to see, kaputter Rosenkranz. Ein Rosenkranz, jemand hat ihn kaputt gemacht. Hat jemand versucht, sie mit diesem Rosenkranz zu erwürgen? Erinnert mich ein bisschen an die Katzenfrau von den Simpsons. Wenn sie so übelst kauderwelschig. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, was sie da macht. Ihren Monolog halt. Sie macht einfach ihr Ding. Mann! I can't lockpick it. Mia always has the key on her. Maybe if I'm careful enough, I can steal it from her. Ja, ist das dein Ernst, Nicholas? Du willst den Schlüssel ihr abnehmen. You thought I wouldn't know that I'm just a blind old witch and no one would believe me. Erste Notiz der Frau im Sumpf. Ich wusste nicht, dass sich mein Vater weigerte, nach dem Unfall Schadensersatz auszuzahlen. Wir waren keine Millionäre, es war ja keine Goldmine, aber ich denke, dass wir in der Lage gewesen wären, den Familien der Opfer zu helfen. Wie, du wusstest das nicht? Dass, seit dem Hillside Inn haben wir doch diesen Maria-Brief gefunden, der das angesprochen hat. Also eigentlich müsstest du das jetzt schon wissen. Mögen diese verdammten Heids in der Hölle schmoren. Was für eine niederträchtige Familie. Heilige Mutter Gottes, nur du kannst mein Leid verstehen. Ich wollte immer eine gute Person sein, die niemanden ein Leid wünscht. Aber ich bin nicht barmherzig genug, um diesen... HS ist auch noch die andere Wange hinzuhalten. Nach der Explosion in der Mine, bei der mein Mann, der Trunkenbold, verschüttet wurde, habe ich nur nach einer klitzekleinen Entschädigung gefragt. Was habe ich bekommen? Nix wahrscheinlich.
Das war anscheinend richtig einen an der Klatsche. Ja, wählen! So, das muss vielleicht auch gut drücken. This isn't just an abandoned house. Something terrible has happened here. I can feel it. The evil here is palpable. That woman has been dead for a long time. Nein. And she won't rest until she kills me. I must get out of here as fast as I can. Kommst du denn auf sowas, dass die tot ist? Ich glaube, die ist noch bei bester Gesundheit, oder? Ne? Die wirkt doch noch ganz fit, vital. Also wirkt gar nicht, als wäre sie irgendwie tot oder nicht mehr am Leben. Was sagt ihr dazu? Also aus der sprüht doch das Leben, das merkt man doch. Ah! Okay. Da hatte ich ja richtig Chance, irgendwie zu entkommen, oder? Was zur Hölle? Okay, wir müssen ein bisschen warten, bis wir nicht mehr hören, dass die, also... Die ist ja scharf wie ein Schießhund, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Also wir müssen warten, bis sie da irgendwie... Ich weiß es nicht. Weg ist von hier. Wo ist sie denn jetzt? Nee. That I'm just a blind old witch and no one would believe me. Da, jetzt ist sie hier. Das ist wieder die Katzenfrau aus den Simpsons. Jetzt komm. Mann! Was sollen wir denn jetzt machen? Ich weiß doch, dass wir hier sind. Oder? Lord, thou knowest what they have done. Lord, they are evil. Lord, give me salvation from their evil. For you know what they have done. For we are one, we are one. Ah! Oh! Okay, wie kommen wir raus? Nein! Wie komme ich raus? Oh mein Gott. Oh Gott. Gehen wir nochmal rein. So. Okay. Das lief besser als gedacht. Aua. Voll in die Fräse. Und jetzt sind wir wieder hier drin. Gott. Okay. I'm not safe here. I need to get out of this damned swamp. Es sieht aus, als hätte sie versucht, sich mit diesem Kreuz zu verteidigen. Es half, ja, es hat ihr anscheinend nicht allzu sehr geholfen. Ja. Warum ist sie denn eben so aggro geworden auf einmal? Man weiß es nicht. Man munkelt. Jesus. Hilfe. Wir sind alle aber gut auf einen religiösen Trip hier. Mann! Bleib mal ganz ruhig da unten. Los raus hier, ey. Oh Gottes Willen. Jetzt wirst du von den Viechern. What have you seen? Tell me. Okay. Who killed those people? Who blew up the mine? Aber das weiß er wahrscheinlich. It's my family secret. Tell me. Das ist aber auch nicht ganz normal.
Old Hyde, the detective was wrong. It was him who killed the devil himself. Ja. Wherever there's violence and tragedy, there's you. Wait! Stop! You hear me? Gott. Ist sie denn jetzt tot, oder? Das sieht aber auch nicht mehr aus. Das ist ja die Hölle. Folge dem maskierten Mann, du Schwein. For God's sake! Hä? Er wusste doch, er weiß doch jetzt schon, dass sein Vater ist. Hat er das nicht am Anfang gesagt? If it wasn't my father, then who? And why did he do it? Ich dachte, das ist dein Vater. Why did he kidnap and murder? What does it have to do with me and my family? Lol. Er fährt einfach mit dem Boot weg. Nimm hier kurz unser Petroleum noch mit. Und dann fahren wir ihn einfach hinterher. Let's go. Ist doch klar. Das sieht auch total, da ist gar kein Wasser drin gewesen, habt ihr gesehen. Und das ist auch total in dem perfekten Zustand, um damit noch zu fahren. So, das kann nur gut gehen. Na los, zieh durch. Mach dir keine Gedanken, das ist im Top-Zustand, das Boot. Damit kommst du auf jeden Fall weit. Oh mein Gott. Also das Kapitel war auf jeden Fall... Es war nicht so gruselig, es hatte aber ein paar Jumpscares drinne, ein paar Schocker und es ist... Die Story wird zunehmend verworrener. Man denkt ja die ganze Zeit, man hat so ein bisschen irgendwie vielleicht so ein bisschen irgendwie die Ahnung, was da vor sich gehen könnte, aber nein. Wir wissen nichts anscheinend, gar nichts wissen wir. Teilweise war ja... Angeblich war es ja Nikolas, der das Ding da in die Luft gejagt hat. Jetzt kam schon wieder so ein bisschen der Eindruck, als wäre es doch nicht. Weil die Frau hat ja auch dann wieder den maskierten Mann da ins Spiel gebracht. Also Maria. Absolut merkwürdig. Naja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch ein wenig gegruselt. Das war ja schon wieder ein bisschen gruseliger. Aber in den Gasthof kam bis jetzt nichts ran, muss ich ehrlich sagen. Das war schon jetzt Endlevel. Ja, und der Clown, was es mit den Clown auf sich hat, weiß man ja auch kein Stückchen. Naja, es bleibt spannend. Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge auch wieder. Und bis dahin, wie immer, habt eine schöne Zeit. Ciao.